Faith, The Van Helsing Chronicles, Season 1, Episode 10, Das Böse im Menschen. Faith, pass auf! Einer weniger! Hinter dir! Oh. Support! Okay. Das und das. Ja, komm her, du widerliche Hexe. Du. Auf Genickbruch reagieren die Biester allergisch. Ja, das war knapp. Sag mal, was sind das für Dinger? Irgendeine Form von Echsendämonen. Wir sollten Christopher danach fragen. Ja. Christopher ist gerade nicht besonders gut, auf mich zu sprechen. Du meinst wegen der Sache mit der Mutantin? Ja. Ich fühle mich so schuldig, aber sie zu töten... Mhm. Oh Gott, was soll ich dazu sagen? Hey, komm mal her. Ich verliere mich, Raven. Ich verliere mich. Nein, tust du nicht. Wir machen alle Fehler. Wichtig ist, dass wir erkennen, was falsch war. Es war ein Fehler. Aber was wäre die Lösung gewesen? Dieser Hass in mir. Er macht mir Angst. Ach, Liebes, das wird schon wieder. Das geht vorbei. Kann ich heute Nacht bei dir bleiben? Du kannst jede Nacht bei mir bleiben. Ich liebe dich, Faith. Und ich kann nicht genug von dir bekommen. Und ich nicht von dir. Komm, wir gehen. Ich hoffe, dass diese Echsenwesen nicht mehr auftauchen. Das war das dritte Mal innerhalb einer Woche. Ich werde mit Christopher reden. Vielleicht weiß er, was das für eine Spezies ist. Mhm. Könnte sein. Moment mal. Siehst du das? Was? Auf dem Boden. Das Monster hat mit dem eigenen Blut was auf den Boden geschrieben. Tatsache. Das sind Worte. Drei Worte. Tome, Gaith, Ryan? T-O-M-E-G-A-T-H-E-R-I-O-N. Tome, Gaith, Ryan. Ja. Was soll das sein? Ist mir ein Rätsel. Ach, Schatz. Komm, lass. Ich bin kaputt. Und morgen muss ich früh aufstehen. Dein Wunsch ist mir Befehl, mein Engel. Selber Engel. Mein Schutzengel. Vor über 100 Jahren versuchte Dr. Abraham Van Helsing, mit einer Gruppe mutiger Freiheitskämpfer die Mächte der Finsternis auszulöschen und damit die Menschheit vor der ewigen Verdammnis zu retten. Doch es gelang ihm nicht. Das abgrundtief Böse ließ sich nicht ausmerzen. Es kehrte immer wieder zurück und wurde stärker. Das Zeitalter der Finsternis hatte begonnen. Abraham Van Helsing war der Erste. In jeder folgenden Generation bekämpften die Van Helsings die Ausgeburten der Hölle und widmeten ihr Leben ganz dem Kampf gegen das Böse. Und sie waren erfolgreich und schwächten die Finsternis. Doch das Böse schlug zurück und aus den Jägern wurden Gejagte. Die Rache der dunklen Seite war gnadenlos und blutgetränkt. Die Familie Van Helsing wurde fast ausgelöscht. Nur ein Van Helsing überlebte. Woher ich das weiß? Mein Name ist Faith, Faith Van Helsing. Ich bin die letzte unserer ruhmreichen Familie. Mein Erbe ist die Schlacht gegen die Dunkelheit. Das ist unser Fluch. Ich bin dazu verdammt, gegen Dämonen, Geister, Vampire und den restlichen Abschaum der Finsternis zu kämpfen. Nicht, weil ich es will, sondern weil ich es muss, wenn ich überleben will. Dies ist mein Leben, mein Schicksal, mein Albtraum. Thank you.
Prolog. Shelwell. Im Intanzlokal Waikiki Island. 10. Oktober. 22.53 Uhr mitteleuropäische Zeit. Ach, das tut mal richtig gut, Valeria. Sich unter die Menschen zu mischen und einfach nichts zu tun. Ich würde das Nest hier liebend gerne verlassen und wieder nach England zurückkehren. Jetzt hängen wir schon ein halbes Jahr hier fest. Ohne Faith wird Hunter die Staaten nie verlassen. Rufina, das ist doch aussichtslos. Faith wird sich uns nie anschließen. Nie. Sie würde schon, wenn sie die ganze Wahrheit kennen würde. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Und was heißt Wahrheit? Welche Wahrheit? Sei doch mal ehrlich. Nicht mal wir kennen die Wahrheit. Darf ich dich an Dave und Ellen Miles erinnern? Ach ja, das hat Spaß gemacht. Nur schade, dass es keine Formwandler waren. Valeria, ich bin mir sicher, unser geheimnisvoller Partner hat uns gelinkt. Du meinst, er wusste, dass die Miles Menschen waren und hat trotzdem gewollt, dass wir sie töten? Na klar, Mr. X verfolgt irgendein Ziel. Die Frage ist nur, was für eins und welche Rolle wir darin spielen. Hunter ließ uns die Miles töten, weil er überzeugt war, dass sie Dämonen waren. Und wir waren auch davon überzeugt. Glaubst du diese Verschwörungstheorie mit den Van Helsings und den Formwandlern? Glaubst du, dass wir von diesen Dämonen infiltriert werden? Mir kommen wirklich Zweifel. Übrigens, ich habe bei unserem letzten Treffen Christopher gründlich gescannt. Und? Das gleiche Ergebnis wie die Male davor. Nichts. Christopher Lane ist kein Kuslack. Okay, dann lass uns mal die Fakten zusammentragen. Erstens, Hunter wurde vor 17 Jahren von Christopher verraten und fast getötet. Richtig. Zweitens, die ganze Van Helsing-Sippe wurde kurz nach Faiths Geburt von den Kuslaks ausgelöscht. So soll es gewesen sein. Drittens, die Kuslaks übernahmen das Leben der Van Helsings mit dem Ziel, Baby Faith aufzuziehen und sie, sobald sie erwachsen ist, mit ihren Kräften für ihre Zwecke einzuspannen. Auch wieder richtig. Und viertens, Hunter wurde von Mr. X gerettet, geheilt und mit dunklen Mächten ausgestattet. Laut Hunter und seinem Partner, bzw. Lebensretter, kann man die Formwandler nur mit schwarzer Magie bekämpfen. Mhm. Ja, könnte sein. Ist es aber wirklich so? Fünftens, Mr. X möchte mit Faith die Invasion der Formwandler aufhalten. Andererseits wollen die Kuslaks die Menschheit ausrotten und infiltrieren und brauchen dafür die Fähigkeiten von Faith. Und zu guter Letzt, Hunter möchte Faith bei sich haben, was auch sein gutes Recht ist. Mhm. Und nicht zu vergessen sechstens. Mr. X hat Hunter versprochen, er würde Faith für ihn wiederfinden. Und im Gegenzug versprach Hunter seinem geheimnisvollen Verbündeten, ihm zur Seite zu stehen. Und mit Hilfe von Faith die Kuslaks auszurotten. Dies war der Deal. Der Pakt. Und weiter dürfen wir nicht vergessen, dass Christopher einer der Anführer dieser Dämonenrasse sein soll. Ziemlich wirr und auch ziemlich unwahrscheinlich. Meine Zweifel wachsen von Tag zu Tag. Meine auch. Besonders die Tatsache, dass wir noch nie einem solchen Kuslak begegnet sind. Ich habe gestern meine Schwester angerufen und sie um Rat gefragt. Ja, und? Sie meinte, es könnte natürlich eine Dämonenrasse geben, die älter ist als alles, was wir kennen. Eine gefährliche Spezies aus grauer urzeitlicher Vorzeit, so ähnlich wie die großen Alten. Aber sie hält das für unwahrscheinlich. Und wieso? Sie meinte, wenn es diese Formwandler gäbe und sie wirklich so mächtig sind, wieso verstecken sie sich seit über 16 Jahren? Und wieso soll Faith ihnen für die Ausrottung der Menschheit von solcher Wichtigkeit sein? Mhm. Genau das macht mich ja auch stutzig. Letztendlich ist Baby Faith nur ein Mensch. Die Tatsache, dass wir den wahren Namen von Mr. X nicht kennen und dass wir ihn nie persönlich getroffen haben, hat mich früher nie gestört, aber mittlerweile schon. Was hat er zu verbergen? Und er hat was zu verbergen. Egal, was es sein wird, die ganze Wahrheit werden wir nur durch Faith erfahren. Die Frage ist nur, wann? Das bringt alles nichts. Wir müssen mit Hunter reden und diese Zweifel ein für alle Mal aus der Welt schaffen. Es ist zwar nur eine Vermutung von mir, aber könnte es sein, dass Lucifers Amulette wichtiger sind, als wir bisher annahmen? Ich kann mit diesem Amulettkram nichts anfangen. Für was soll das Zeug gut sein? Genau deswegen liebe ich dich, Rufina. Deine Lässigkeit ist beachtenswert. Und ich liebe dich, weil du meine ganz persönliche Liebeshexe bist. Hallo, meine Damen. Ich würde Ihnen gern einen Drink spendieren. Nein, danke. Kein Bedarf. Oh, ich hätte nichts gegen einen kräftigen Schluck.
Setzen Sie sich. Mein Name ist Rick. Rick Mitchum. Hi, Rick. Ich bin Rufina. Und das ist meine Freundin Valeria. Hi. Valeria und Rufina. Ungewöhnliche Namen. Darf ich Ihnen ein Angebot unterbreiten? Ein Angebot? Nur zu? Ich möchte ehrlich zu Ihnen sein. Ich bin ein mächtiger Mann in dieser Stadt. Sehr mächtig. Aha. Leider bin ich auch oft einsam. Sie wissen schon, die vielen Geschäfte. Und? Was hat das mit uns zu tun? Sie haben recht. Ich komme auf den Punkt. Ich suche für den heutigen Abend Begleitung. Ah. Und für die ganze Nacht. Ich würde mich sehr erkenntlich zeigen. Am Geld soll es nicht liegen. Ich bin sehr großzügig. Wieso wir? Gibt es in Shelville nicht genügend Nutten? Natürlich, mehr als genug. Aber wissen Sie, ich mag es gerne etwas exklusiver. Ein verlockendes Angebot. Und was meinst du, Valeria? Wieso nicht? Aber Vorsicht, Rick. Meine Freundin kann sehr bissig sein. Ach ja, ich bin ein kleines Schleckermolch. Ich habe es doch gewusst. Ihr zwei seid genau richtig. Hey, Bedienung. Shampoos. Den besten, den ihr habt. Aber pronto. Kommt sofort. Rick, lass uns auf den heutigen Abend trinken. Auf den heutigen Abend. Und auf euch. Glaub mir, Ricky, den heutigen Abend wirst du so schnell nicht vergessen. Rick Mitchum, 49 Jahre alt, graumelierte Haare, durchtrainierter Körper und ein hageres, von der Sonne gegerbtes Gesicht. Er verließ nur mit zwei Reihen und perfekt gestylt sein Anwesen, das sich am Rande der Stadt befand. Der Mann war seit zwei Jahren die Nummer eins. Die Nummer eins der Unterwelt. Ein Mafioso. Sein Anwesen wurde rund um die Uhr bewacht. Die Leibwächter hielten sich immer diskret im Hintergrund. Und es war nichts Besonderes, dass Rick Mitchum meistens am Wochenende mit zwei oder mehreren Frauen in seinen feudalen Schlafgemächern wilde Sexorgien feierte. Davon wussten Valeria und Rufina natürlich noch nichts, als sie jetzt Ricks Villa betraten. Der Mann führte die Frauen durch sein Haus. Er mochte es, wenn seine Gespielinnen sich an seinen verschwenderischen Reichtümern ergötzten. Dann gingen sie gemeinsam in das Schlafgemach. Wollüstig ließ er sich auf das pompöse Bett, das von einem Baldachin geziert wurde, fallen. Nun wollte der Mann seinen Spaß haben. Aus der Innentasche seines Jacketts fischte er einen Bündel Dollarscheine. Es waren mindestens 20 100-Dollar-Noten. Gierig steckte er das Bündel in den weiten Ausschnitt von Rufinas Ledercorsage. Los, kommt. Ich will euch spüren. Rick, du bist so gierig. Wo soll das nur enden? Na, Hengst, wie darf ich es dir besorgen? Ja. Los, zeig mir deine Titten. Ich werde es euch abwechselnd besorgen. Warte, wir ziehen dich aus. Ihr seid so geil. Richtig geile Biester. So geil. Oh, ich bin scharf. Macht es mir. Los, macht es mir. Dein Hals. Ich will deinen Hals küssen. Ja, mach es. Und dann werde ich euch geil stoßen. Aber erst darfst du uns zuschauen. Wir führen dir eine scharfe Lesbo-Nummer vor. Na? Oh ja. Oh ja. Und ich? Nur eines stört. Was? Was? Du! Hey, was soll das? Was ist? Was hast du gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Ich wollte gerade trinken. Da hat er den Löffel abgegeben. Der Typ ist mausetot. Herzinfarkt? Ja, super. Jetzt musste ich mir sein ganzes Gesülze anhören, ohne trinken zu können. Blöder Wichser. Hey, reg dich nicht auf. Uns steht dieses edle Schlafzimmer zur Verfügung. Du meinst? Küss mich. Oh, Valeria. Komm her, mein Liebling. Du bist... Oh. Ich gehöre dir. Dir alleine. Und so begab es sich, dass Valeria und Rufina im Liebesrausch versanken. Sie küssten, streichelten sich und liebten sich voller Leidenschaft.
In hemmungsloser Ekstase vergaßen sie alles um sich herum. Auch die Leiche von Rick Mitchum, die noch auf dem Bett lag und in deren toten Augen sich die zuckenden, nackten Körper der Frauen widerspiegelten. Wäre der Mafioso nicht schon seinem Herzleiden erlegen, hätte ihn spätestens beim Anblick des orgiastischen Liebesspiels das Zeitliche gesegnet. Was Rufina und Valeria allerdings nicht bemerkten, war die Tatsache, dass während ihres Liebesspiels die Magie der Hexe entfesselt wurde. Und ein winziger, unscheinbarer Funke auf die Leiche des Mannes übersprang. Ich hatte es getan. Ich hatte die Grenze überschritten, einen Menschen getötet. Die schwere Schuld lastete auf mir. Ich hatte nun einen Makel, einen blutigen Makel. Ich war eine Mörderin, eine Killerin. Ich hatte die Frau getötet, um die Menschheit vor größerem Unheil zu bewahren. War es richtig gewesen? Raven war dank seiner Engelskräfte wieder schnell genesen und Vin Masters war wieder zu Hause. Ich besuchte ihn und Shania. Es tat gut, mit meinen Freunden wieder zusammenzusetzen. Ist es nicht schön? Was meinst du? Naja, ihr drei wieder vereint, wie in alten Zeiten. Genau, die drei Musketiere. Ach, ich bin so froh, dass du wieder bei mir bist. Hey, einer muss dich ja auf Trab halten. Wisst ihr, irgendwie ist es mir peinlich, aber ich muss euch was sagen. Ja, was denn? Was bedrückt dich, hm? Und dann erzählte Vin. Erzählte seinen Kummer, was ihn bedrückte. Es belastete ihn, dass er der Einzige in unserer Gruppe war, der keine paranormalen Fähigkeiten besaß. Er kam sich überflüssig, nutzlos und wie ein Versager vor. Das war er natürlich nicht. Er war für uns alle eine wichtige Stütze im Kampf gegen die Finsternis. Und das sagten wir ihm auch. Na gut, wenn ihr meint. Es ist nur so, dass die Folter von Bogdanova mich... Wie kann ein Mensch nur so grausam sein? Du hast sie wirklich getötet? Ja. Danke. Diese Bestie hat es verdient. Wenn wir schon dabei sind. Hier, schaut mal. Das ist vielleicht die Lösung. Eine Glaskugel? Was soll damit sein? Ich habe mich seit dem Zusammentreffen mit der Mutantin gefragt, wie man so viel Bösartigkeit ausschalten kann. Was meinst du? Ist diese Kugel eine Waffe? Sie glüht grün. Ist das gefährlich? Ich habe mit meinen Feenkräften experimentiert und durch verschiedene magische Sprüche und Rituale versucht, eine Waffe zu schaffen, die das Böse im Menschen ausschaltet. Soll das heißen, die Kugel kann das Böse eliminieren? Na, ich weiß es noch nicht genau, aber ja, so soll es sein. Lass mal sehen. Ah! Hey! Mein Gott. Oh, was war das? Lucifers Tränen haben auf die Kugel reagiert und dich weggeschleudert. Aber wieso? Oh, typisch Amulette. Seit ich sie besitze, ist es mir kein einziges Mal gelungen, die Dinger zu aktivieren. Außer damals in Griechenland gegen Phobos. Vielleicht brauchst du eine Art Zauberspruch, um sie zu aktivieren. Hä? Genau, irgendeinen verstaubten lateinischen Spruch oder... Oder die Namen der vier Erzengel. So ein Quatsch. Außerdem, waren es nicht sieben? Was? Na, Erzengel. Du kommst auf Ideen. Tut mir leid, Faith. Ich denke, die Magie der Amulette hat sich mit der Kugel nicht vertragen. Sorry. Oh, möglich. Mach dir keinen Kopf, ist ja nichts passiert. Oh, der Schrecken hat mir gelangt. So, Leute, ich pack's dann. Du willst schon gehen? Ja, ich hab noch ein Date mit Raven. Der himmlische Liebhaber. Na dann viel Spaß. Und grüß Blondie von mir. Werde ich machen. Bis demnächst, ihr zwei. Ciao. Ich verließ die Wohnung, begab mich auf die Straße und freute mich schon auf das Treffen mit meinem Lover. Doch dazu sollte es nicht kommen. Plötzlich, ohne Vorwarnung, war ich weg. Mir wurde schwarz vor Augen. Ich sah, wie der Asphalt auf mich zuraste und dann hörte ich auf zu existieren. Nein! Das geht nicht. Niemals!
Ich habe einen Pakt mit ihm und ich werde diesen nicht brechen. Schrei uns nicht an. Wir sind keine kleinen Kinder. Wir stehen dir seit Jahren loyal zur Seite. Auch wenn ich manchmal austicke. All die Jahre habt ihr nie nach der Identität von ihm gefragt. Wieso jetzt auf einmal? Adam, wir haben alle Argumente vorgebracht. Die Widersprüche häufen sich. Verdammt nochmal, hör in dich selbst hinein. Ihr stellt alles in Frage, woran ich glaube. Willst du wirklich die Wahrheit verleugnen? Willst du deine Augen davor verschließen? Vor was verschließen? Dass Christopher kein Kuslack ist, weil du ihn gescannt hast? Natürlich ist er kein Kuslack. Er macht gemeinsame Sache mit den Dämonen. Und wisst ihr wieso? Weil er mich hasst. Er hat mich immer gehasst. Er war schon immer eifersüchtig auf mich und dann hat er mir Melissa weggenommen. Er hat unsere Liebe zerstört und... Hey, gut ist. Merkst du nicht, dass du dir selber widersprichst? Schweig oder ich dreh dir den Hals um, du. Dann mach es doch. Los, mach es. Rufina. Ist doch nicht wahr. Hunter, Adam, wenn du nicht willst, dass wir Mr. X kennenlernen, dann lass es sein. Aber es wäre fair, wenn du uns vertraust. Haben wir dich jemals enttäuscht? Verraten? Nein. Ihr wart mir all die Jahre treue Freunde. Und genau deswegen haben wir Angst. Wir möchten dir helfen. Lass uns dir helfen. Wenn unser Partner mich, uns, betrogen hat, dann würde das heißen, dass alles eine Lüge ist. Mein Gott, wenn Christopher ein Mensch ist, dann waren es die anderen auch. Es ist nicht nur Christopher, es waren auch die Miles. Und wir sind nie einem Formwandler begegnet. Macht dich das nicht stutzig? Und wieso möchte Mr. X... Er heißt Alex Christ. Gut, und wieso wollte Alex Christ uns nie kennenlernen? Hat er was zu verbergen? Und wenn ja, was ist es? Er sagte, man müsse ihre Eltern killen. Er sagte, dass Christopher einer der Anführer der Kuslaks ist. Er sagte, Dave und Alan Miles wären Dämonen. Und wir wissen jetzt, dass dies eben nicht so war. Aber er hat mich damals vor dem sicheren Tod bewahrt. Mir gezeigt, wie man die dunkle Seite im Kampf für sich nutzt und Macht erlangt. Er hat Faith in Shellwell ausgemacht und uns hierher geführt. Und jetzt soll er mich betrügen? Und für was genau braucht er Faith? Es ist eine Waffe, mit der man alle Formwandler vernichten kann. Nur sie, nur Faith, kann diese Waffe aktivieren. Wieso nur sie? Es sind ihre Engelskräfte, die dies ermöglichen. Das war der Deal. Ich bekomme Faith und er bekommt unsere Unterstützung, um gemeinsam mit Faith diese Dämonen auszutilgen. Und wieso sagt man es ihr nicht einfach und spart sich die Geheimniskrämerei? Valeria, glaubst du wirklich, die Kleine hätte uns geglaubt? Nein. Nein, sie muss die Wahrheit selber erkennen. Vielleicht sollten wir erst einmal die Wahrheit erkennen. Du hast recht. Ich werde mich darum kümmern. Wir werden uns morgen treffen. Ihr werdet dabei sein. Ich werde ihn gründlich durchleuchten. Ja, das wirst du. Wenn er etwas verheimlicht, werde ich es bestimmt merken. Da bin ich mal gespannt auf Mr. X. Was, wenn er gelogen hat? Wenn er uns getäuscht hat? Dann werde ich ihn ausbluten lassen. Ich komme! Hi, mein Süßer. Hey. Und wie geht's Finn und... Halt die Klappe und küss mich. Hey, nicht so gierig. Ich will dich. Jetzt. Hey, das Hemd. Ist alles in Ordnung? Na klar. Mir ging's nie besser. Los, schieb mir deine Zunge in den Hals. Faith, du hast mich gebissen. Ich wollte schon immer wissen, wie Engelsblut schmeckt. Faith. Was ist mit dir los? Nix ist los. Besorgst du es mir jetzt oder nicht? Du machst mir Angst. Wieso? Weil du ein schwanzloser Lurch bist? Ich brauche einen Mann, einen richtigen Mann. Einen, der es mir richtig gut und lang besorgt. So wie ich es will und so wie ich es brauche. Du tust mir weh. Ich erkenne dich gar nicht wieder. Oh Mann, du bist ein beschissenes Arschloch. Hast du es immer noch nicht gecheckt? Du widerst mich an. Ich könnte kotzen, wenn ich dich sehe. Sag mal, hast du getrunken? Nimmst du Drogen? Sag es mir! Fass mich nicht an! Die hat gesessen. Du Wichser! Mieses Schwein! Hör auf! Verdammt, jetzt langs! Ich hasse dich! Dich und die anderen! Ich bring euch alle um! Komm her, du! Wer bist du? Nein! Falls du es noch immer nicht begriffen hast, mein Schatz,
Unsere Beziehung ist hiermit beendet. Faith! Faith, bleib hier! Faith! Oh, verdammt. Ich muss Christopher und die anderen informieren. Wir müssen sie aufhalten. Ach Gott, Liebes. Was ist mit dir geschehen? Und? Was ist mit mir, Doc? Was fehlt mir? Mr. Mitchum, ich bin fassungslos. Was soll das heißen? Ich kann keinen Puls bei Ihnen messen und Sie haben keine Herzfrequenz, keinen Blutdruck. Verdammt! Ich habe noch nie so etwas erlebt, Mr. Mitchum. Sie müssten eigentlich tot sein. Ach ja? Bruno? Ja, Boss? Knall ihn ab! Nein! Das war schon der dritte Arzt. Soll ich noch einen holen? Nein, nein, das bringt nichts. Ich hatte diesen verdammten Blackout, als ich mit diesen Huren... Hey, das ist es. Was meinst du, Boss? Die Weiber haben irgendetwas mit mir gemacht. Bruno? Ja, Boss? Hol Toni. Wir werden heute Nacht einen Ausflug machen. Wohin? Ins Waikiki. Und dann holen wir uns die zwei Dreckschlampen. Gnade ihnen Gott. Es war wieder nachts in Shellville. Im Waikiki Island tummelten sich zahlreich die Nachtschwärmer. Und? War doch eine gute Idee, hierher zu kommen, oder? Zu viele Leute. Ach, sei nicht so griesgrämig. Etwas Abwechslung tut dir auch gut. Trink noch was. Nein, danke. Was ist da vorne los? Die Mieze führt einen heißen Tanz auf und die Kerle sabbern. Das Übliche eben. Aha, jetzt sehe ich es auch. Das ist ja interessant. Was? Erkennst du sie nicht? Es ist Faith. Hoppla! Was? Sie hat uns gesehen und kommt zu uns. Bleib ruhig. Ich möchte hier keine Szene. Die Frage ist, ob die Kleine ruhig bleibt. Hi, Leute. Na, was liegt an? Wenn du Stress haben willst... Oh, bleib mal locker, Rufina. Hä? Hey, Hunter. Ohne Kapuze siehst du ja richtig nett aus. Nur die Narben in deinem Gesicht stören. Was ist passiert? Unter den Rasenmäher gekommen? Wo sind deine Freunde? Ah, oh, die waren mir zu langweilig. Ich bin jetzt alleine unterwegs. Um ehrlich zu sein, hätte ich Lust, meine alte Bande zu killen. Die waren mir eh immer ein Klotz am Bein. War das ein Trick? Hunter und die Frauen erkannten Faith Van Helsing nicht mehr wieder. Ihre Todfeindin saß entspannt am Tisch und grinste breit. Hunter bemerkte einen unheimlichen Glanz in ihren Augen. Ihre sonst so klaren und blauen Augen waren trüber. Er meinte, leichte, grünliche Schleier zu erkennen. Während Faith Van Helsing erzählte, wie sehr sie Vin Masters, Shania Francis und Christopher Lane verabscheute, war Valeria damit beschäftigt, die junge Frau mit ihren Hexenkräften zu prüfen. Unbemerkt von Faith Van Helsing setzte sie Magie ein und wusste Sekunden später, dass Faith verändert war. Es ist keine Show. Die Kleine ist umgepolt. Sicher? Ja, in ihr ist nichts Gutes mehr. Nur noch Hass und abgrundtiefe Schlechtigkeit. Wie ist das möglich? Magie. Feenmagie. Shania Francis? Bestimmt. Irgendein Zauber muss schiefgelaufen sein. Wenn Faith so bleibt, ist sie für uns noch eine größere Gefahr als früher. Kannst du es rückgängig machen? Schwierig. Ich bräuchte die Hilfe der Fee. Dann lass uns zu Shania Francis gehen. Ich will, dass Faith sich uns aus Überzeugung anschließt und nicht durch Manipulation. Hunter, du hast mich nicht richtig verstanden. Diese Frau hat nicht das Geringste mit Faith Van Helsing zu tun. Faith existiert nicht mehr. Ihr ganzes Wesen wurde ausgelöscht. Verdammt! Faith ist nun eine wandelnde Zeitbombe. Man kann ihr nicht trauen. Erst wird sie ihre Freunde töten und dann uns. Hey! Was flüstert ihr da? Wir gehen. Wohin? Deine Freunde killen. Na endlich. Ich dachte schon, heute würde überhaupt nichts mehr passieren. Sie verließen das Lokal und traten in die kühle Novembernacht hinaus. Hunter hatte einen Plan gefasst. Unter dem Vorwand, Shania Francis zu töten,
würde er versuchen, gemeinsam mit Rufina, Valeria und Shania, der Fee, den Zauber umzukehren, der Faith Van Helsing so drastisch verändert hatte. Zügig lief das Quartett zu Hunters Fahrzeug. Was ist das? Vorsicht! Cool. Die Party beginnt. Oh nein. Hab ich euch, ihr verdammten Schlampen. Was habt ihr mir angetan, hä? Keine Bewegung, oder ich pump euch mit Blei voll. Aber das ist doch der Typ von voriger Nacht. Ihr kennt euch? Der Mann müsste tot sein, ich verstehe... Schnauze, ich bin nicht tot. Aber ihr gleich, wenn ihr nicht tut, was ich von euch verlange. Ihr macht mich wieder normal, klar? Bruno, Toni, los, schnappt euch die zwei. Ja. Yeah. Klar, Boss. Wird erledigt, Boss. Das kann ich nicht zulassen. Schnauze, Nartengesicht. Du hast ja nichts zu melden, verstanden? Ihr werdet die Frauen nicht mitnehmen. Soll ich ihn abknallen? Hey, Leute, jetzt wird's gleich witzig. Und du hältst auch die Klappe, klar? Okay. Verdammt! Keine Ahnung. Runter! Hilfe! Schieß! Schieß! Danke doch, es wird lustig. Pass auf! Hier! Los ins Auto! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Die anderen Echsenwesen flüchten. Was waren das für Dämonen? Uah, widerliche Echsenbrut. Das Problem mit Ricky Boy ist auch gelöst. Der hat sich mit einem lauten Knall verabschiedet. War halt ein echter Knaller. Gut. Dann gehen wir jetzt zu Francis. Faith? Hm? Faith! Faith! Verdammt! Sie ist weg! Euch kriege ich auch noch! Verdammte Biester! Zwei Echsendämonen hatten die Flucht ergriffen. Faith Van Helsing hetzte ihnen hinterher. Sie wollte die Wesen um jeden Preis vernichten, doch nicht etwa, um die Gefahr für die Menschen auszuschalten, sondern weil es ihr Spaß machte, zu töten. Die junge Frau war im Blutrausch. In der attraktiven Jägerin existierte kein Funken ihrer früheren Existenz. Die alten Werte und Normen hatte Faith Van Helsing endgültig abgestreift. Nun prägten andere Eigenschaften ihr Wesen. Egoismus, Blutgier, Wollust und ein ausgeprägter Killerinstinkt. Sie sah, wie die Echsenwesen in einen Bürokomplex eindrangen. Wie ein Schatten huschte sie hinterher. Ihre dämonischen Gegner hatten mittlerweile einen hell beleuchteten Raum erreicht. Van Helsing registrierte die Situation. Vor ihr standen die zwei Echsenwesen. Die Dämonen hatten die Frau noch nicht entdeckt. Die Bestien richteten ihre Aufmerksamkeit auf den Mann, der vor ihnen auf einem Ledersessel hinter einem mahagonifarbenen breiten Schreibtisch stand. Für Faith Van Helsing war klar, die Echsenwesen würden sich jeden Moment auf den schutzlosen Mann stürzen und ihn zerfleischen. Die Jägerin grinste. Der Unbekannte war ihr egal, aber die Monster nicht. Die gehörten ausschließlich ihr und sie wollte ihren Jagdinstinkt befriedigen. In geduckter Stellung huschte sie auf ihre Gegner zu. Los! Bravo! Bravo!
Hast du mich endlich gefunden, Faith von Helsing? Was heißt hier endlich? Ich hab die scheiß Biester verfolgt. Natürlich hast du das. Wir mussten uns ja früher oder später über den Weg laufen, Faith. Woher kennen Sie meinen Namen? Und wieso sollte ich Sie kennen? Wer sind Sie? Ich bin Alex Christ. Alex Christ? Sagt mir nichts. Aber woher kennen Sie mich? Du kennst mich nicht. Wieso bist du dann hier? Hallo? Ich habe Ihnen gerade das Leben gerettet. Nicht, dass mir Ihr Leben was bedeuten würde. Aber es hat mir unheimlich Spaß gemacht, die Dinger zu killen. Alex Christ lachte innerlich. Tatsächlich. Faith Van Helsing hatte nicht bemerkt, dass die Scharlachs ihn nicht hatten töten wollen, sondern lediglich zu ihrem Auftraggeber zurückgekehrt waren. Oh mein Gott, du hast recht. Wenn du nicht gekommen wärst, wäre ich tot. Wie kann ich dir danken, Faith? Ach, woher kennen Sie meinen Namen? Woher? Dein Direktor ist ein guter Freund von mir. Und er hat mir von deinen besonderen Fähigkeiten berichtet. Der dicke Arrowwitch? Der kann seine Klappe auch nicht halten. Den Fettwanst kill ich auch noch. Wie kann ich dir danken, liebe Faith? Indem du aufhörst, mich ständig liebe Faith zu nennen. Was sind das für Kameras und Geräte da? Unzählige hochwertige Kameras und Stative, modernste Technik war im Zimmer verteilt. An der Wand hingen zahlreiche Flachbildmonitore und flimmerten. Ich arbeite in der Überwachungsindustrie. Ein Schnüffler? Könnte man so sagen. Die Kameras sind funktionsfähig? Absolut. Dann ist heute dein Glückstag. Mit einer Handbewegung fegte Faith Van Helsing sämtliche Unterlagen und Geräte vom Tisch. Was? Was soll das? Psst. Eine Frage. Ja? Lust auf einen Fick? Was? Du meinst... Du hast genau verstanden, was ich meine. Ich hätte da nämlich eine tolle Idee. Raven hatte Christopher Lane über die Begegnung mit Faith in Kenntnis gesetzt. Nun saß er auf dem Beifahrersitz in Lanes neuem Wagen und sie durchstreiften schon seit Stunden die Straßen von Shelwell. Erfolglos. Hatte eine fremde Macht von Faith Besitz ergriffen? Oder war es vielleicht gar nicht die junge Van Helsing? Etwa eine teuflische Doppelgängerin oder ein Klon? Ein Duplikat, geschaffen von höllischen Mächten, um die Kämpfer des Lichtes auszuschalten? Und wenn ja, wo war dann die wahre Faith? Das hat keinen Zweck. Ich bring dich nach Hause. Und dann? Benachrichtige Nathan Pierce. Vielleicht kennt er einen Ortungszauber, wie wir die Kleine ausmachen können. Ich werde weiterhin die Straßen abfahren, wenn es sein muss, die ganze Nacht. Ich mache mir wirklich große Sorgen, Christopher. Sie war so kalt, so teuflisch. Wenn wir sie nicht finden, befürchte ich, wird Blut fließen. Verdammt! In letzter Zeit war unser Verhältnis wegen der Mutantin so angespannt und jetzt das. Ich habe Angst. Raven, ich darf sie nicht verlieren, nicht schon wieder. Christopher, wir werden sie finden. Wir müssen sie finden. Ich melde mich, falls sie bei mir wieder auftaucht. Ja. Raven schritt zügig zu seinem Haus. Auf dem Treppenabsatz vor der Eingangstür stoppte er. Ein weißes Päckchen lag vor seinen Füßen. Ein Aufkleber mit der Aufschrift Eilzustellung klebte auf der Sendung. Raven stutzte. Was war das? Eilig schloss er die Tür auf und ging ins verwüstete Wohnzimmer. Er riss den Papierumschlag auf und nestelte eine Silberscheibe raus. Eine DVD. Überraschung stand in schwarzer Schrift auf dem Rohling. Er legte die Scheibe in seinen DVD-Player, schaltete den Fernseher ein und betrachtete gespannt das Bild. Hallo Raven, mein Schatz. Das ist für dich. Sieh dir genau an, was ein richtiger Mann mit mir anstellen kann. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Komm her. Nein. Besorg's mir. Ja. So ist es gut. Oh, ja. Raven erstarrte. Das tut so gut. Ja. Ihr Gewand starrte auf den Bildschirm. Ihm kam es vor, als würde sich eine Stahlklaue um sein Herz legen und erbarmungslos zudrücken. Er sah Faith. Seine Faith. Sie war nackt und lag auf einem Schreibtisch. Ein fremder Mann lag auf ihr und... Raven ballte seine Hände zusammen. Er wurde fast wahnsinnig. Er sah, wie der Unbekannte mit seinen fleischigen Händen den Körper Faith Van Helsings betastete.
Wie er die junge Frau gierig und lüstern streichelte, küsste und mit ihr verschmolz. Faith Van Helsing genoss es augenscheinlich. In hemmungsloser Lust umklammerte sie mit ihren Beinen ihren Gespielen, zog ihn an sich und heizte ihn mit ordinären Sprüchen an. Immer wieder schaute sie in die Kamera und demütigte Raven. Sie beschimpfte, erniedrigte und beleidigte ihn. Der blonde Engel erkannte seine Freundin nicht mehr. In ihren Augen war dieser diabolische Glanz. Der lüsterne und gleichzeitig hasserfüllte Blick brannte sich in das Bewusstsein Ravens. Wie unter einer Last sank der gedemütigte Mann zu Boden. Auf den Knien und mit gesenktem Kopf verharrte er in dieser Stellung. Er konnte die Bilder nicht mehr ertragen. Tränen tropften auf das Parkett. Irgendwann war das bizarre Spiel seiner Freundin zu Ende. Oh, das war gut, oder? Hast du es auch so genossen wie ich, mein lieber Raven? Aber weißt du was? Ich hab noch nicht genug. Ich denke, ich werde es die ganze Nacht treiben. Schau nur genau zu, du Schwachkopf. Vielleicht lernst du ja was dabei. Nein. Nein. Die Strahlen aus Ravens Augen hatten den Fernseher zerstört. Aber der Schmerz blieb. Faith, ich liebe dich. Ich liebe dich. Was hast du mir angetan? Faith. Ja? Shania, ich bin's. Faith! Was ist los? Es ist mitten in der Nacht. Ist was passiert? Ich brauche deine Hilfe. Bitte. Es ist sehr wichtig. Ich bin auf dem Fabrikgelände hinter der Shelville High. Bitte komm. Schnell. Ich komme. Ich bin gleich bei dir. Da bin ich. Was ist los? Oh, meine liebste Lieblingsfreundin. Alles geht mal zu Ende. Was meinst du? Ich werde es dir ins Ohr flüstern. Vergiss es. Ich weiß Bescheid. Jetzt! Ah! Was ist das? Oh nein, ich bin gefangen. Du mieses Dreckstück. Du hast mich gelingt. Aus dem Nichts hatten sich gelb gleißende, magisch aufgeladene Ringe um den Körper von Faith Van Helsing gelegt. Sie war gefangen. Verdammt zur Reglosigkeit. Shania Francis hatte sie reingelegt. Es tut mir leid, es ist alles meine Schuld. Durch meinen Zauber wurdest du zum Monster. Aber ich werde deine Seele retten. Deine Seele retten? Du dummes Waschweib! Ich habe mich nie besser gefühlt. Nein, du bist nicht Faith. Du bist alles Üble in ihr. Ich werde dich wieder einsperren. Ich kill dich, du Schlampe. Hunter, Valeria und Rufina haben uns informiert. Was? Lass mich raus! Aus meinen magischen Fesseln kannst du nicht entkommen. Glaub ihr ruhig, sie versteht ihr Handwerk. Was? Ihr seid auch da? Nicht nur sie. Hunter! Wir sind auch da. Wir werden es nicht zulassen, dass unsere Freundin zur Killerin wird. Verdammt! Das war eine Falle! Eine verdammte Falle! Fuck! Ihr verdammtes Pack! Verschwindet endlich! Verschwindet! Nein, du wirst verschwinden! Raven. Sie waren alle da. Sowohl Freund wie Feind. Im Dunkeln hatten sie gelauert und Faith Van Helsing die Falle gestellt. Den verfeindeten Gruppen war klar, Faith Van Helsing musste vom missglückten Zauber Shanias erlöst werden. In der gegenwärtigen Situation war Faith Van Helsing ein unkontrollierbares Risiko. Die alten Verhältnisse mussten wiederhergestellt werden. Deswegen hatten die Kontrahenten einen Pakt geschlossen. Sie würden zusammenarbeiten, um das Seelenheil Faith Van Helsings zu retten. Sie hatten sich im Halbkreis um die gefangene Van Helsing aufgestellt. Dann traten Raven, Valeria und Shania vor. Der Engel hielt in seinen Händen die magisch aufgeladene Glaskugel von Shania. Nein! Nein, weg damit! Ich will so bleiben, wie ich bin! Elendes Pack! Ich verfluche euch! Valeria! Shania, seid ihr bereit? Zum Teufel mit dir! Verdammter Engel! Ich hätte dich auslöschen sollen. Es kann losgehen.
Siguria alo demonios, eos auton ti prosopon, estera tora! Ja. Amalim, amalim, selaferim, 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 Yakuto emphalim, sigo! Ein gleißendes Licht, ausgehend von Shania Francis' Glaskugel, fegte durch die Körper der Lebewesen. Sie wurden in verschiedene Richtungen weggeschleudert, knallten auf den Boden und blieben besinnungslos liegen, außer Valeria. Die Hexe wurde zwar auch weggeschmettert, aber ihre Magie schützte sie. Sie krachte auf dem Boden, rollte sich ab und sprang katzenhaft wieder auf. Was, du? Ja, ich. Sieh dir an, was ihr aus mir gemacht habt. Ich habe euch beobachtet. Ihr seid keine Menschen. Was zum Teufel seid ihr? Dämonen? Ihr habt mich zu einem Monster gemacht. Wenn ich gehe, nehme ich euch mit. Die Hexe schluckte. Vor ihr stand Rick Mitchum. Oder besser gesagt, das, was von dem Verbrecher noch übrig geblieben war. Ein verkohltes, deformiertes Etwas. Die linke Seite bestand fast nur noch aus Knochen, Muskeln und einzelnen herabhängenden Sehnen. In seiner rechten verkohlten Hand hielt der Untote eine Heckler & Koch P7, mit der auf die Brust der Hexe zielte. Aber du müsstest... Ja, ich müsste tot sein. Was habt ihr mit mir gemacht? Valeria? Rufina! Rufina, Mitchum lebt! Wir sehen uns in der Hölle. Das ist kein Leben. Ich erschieße mich. Valeria! Nein! Valeria! Valeria! Oh. Ich lebe gleich. Nein! Valeria! Nein! Ich schlug die Augen auf und erschrak. Wo war ich? Ich erinnerte mich noch daran, wie ich Vin Masters Wohnung verlassen hatte und auf der Straße zusammengebrochen war. Und dann nur noch Schwärze. Plötzlich lag ich auf einem Fabrikgelände und um mich herum lagen meine Freunde, alle bewusstlos. Ich versuchte, meine Gedanken zu sortieren. Ein Kampf musste stattgefunden haben. In einiger Entfernung hörte ich jemanden schluchzen. Ich stand auf und sah Rufina. In ihren Armen lag die reglose Valeria. Neben den Frauen lag ein verkohlter Mensch. In mir stieg der Zorn auf. Und dann sah ich noch etwas. Ich wusste, was ich zu tun hatte. Ist sie tot? Ja! Gut, du wirst ihr folgen. Komm her! Nein! Lass mich! Das hier ist für meine Eltern! Ich hatte Rufina aufgespießt. Mit ganzer Kraft hatte ich die Blutsaugerin auf spitze Eisenstangen geschleudert, die auf einem Regal hinter ihr standen. Mehrere Metallobjekte steckten unterhalb ihrer Brust in ihrem Körper. Sie zappelte hilflos. Verkommenes Miststück! Jetzt bekommst du das, was du verdienst! Du hast meine Eltern getötet! Dafür lösche ich dich jetzt aus! Du Dreckstück! Es ist genug! Ich halte es nicht mehr aus! Es war ein Fehler! Endlich in Frieden! Ein Fehler! Es tut mir leid! Und hier! Und hier! Es tut mir leid! Ist das gut, ja? Bitte hör auf. Gefällt dir bitte. Das? Los! Los, sag es doch! Ich habe genug! Sag es doch! Es tut mir leid! Bitte! Ihr, bitte! Ihr habt mein Leben zerstört! Alles! Für immer zerstört!
Es ist genug, Faith. Wir haben alle verloren. Ich antwortete nicht. Kniend auf dem Boden sah ich, wie Hunter Rufina von den Eisenstangen befreite. Dann hob er behutsam Valerias Leiche vom Boden, blickte mich für einen Augenblick an und waren das Tränen in seinen Augen. Hatte dieser Killer Gefühle? Konnte er wirklich dazu imstande sein? Dann verschwanden Hunter und Rufina in der Dunkelheit. Ich weiß nicht, wie viele Minuten vergingen. Plötzlich legte sich eine Hand auf meine Schulter. Faith, lass uns gehen. Die anderen warten schon. Ich blickte hinter mich und sah meine Freunde. Sie waren alle erwacht. Raven, Vin und Shania standen da und lächelten. Und plötzlich wurde mir klar, ich hatte zwar meine Eltern verloren, aber eine neue Familie dazugewonnen. Ja. Lasst uns gehen. Am nächsten Tag gab es viel zu besprechen und zu berichten. Von meinen Freunden zu erfahren, dass ich ihr Leben auslöschen wollte, war wie ein Faustschlag ins Gesicht für mich. Ich konnte mich an meine Taten nicht mehr erinnern, an rein gar nichts. Ein Teil des Tages existierte nicht für mich. Shanias Feenmagie hatte genau das Gegenteil bewirkt. Anstatt das Böse auszuschalten, hatte sie in mir all das Übel, das versteckt in mir lauerte, heraufbeschworen. Abends dann endlich verzog ich mich mit Raven auf mein Zimmer. Mir war aufgefallen, dass mein Freund etwas bedrückte. Was ist mit dir los? Ich wollte es dir nicht zeigen, aber ich kann nicht. Du musst wissen. Ich möchte nicht, dass es zwischen uns steht. Hier. Eine DVD? Ja. Raven streichelte mich noch zärtlich über die Wange. Dann ging ich zum Fernseher und legte im DVD-Player die Scheibe ein. Ich drückte auf die Play-Taste. Irritiert vernahm ich die Stimme. Es war meine eigene. Ungläubig blickte ich zu Raven. Traurig und niedergeschlagen sah er mich an. Und dann wandte ich verstört meinen Blick wieder zum Bildschirm. Ich sah eine nackte, schwarzhaarige Frau, die auf einem modernen Bürotisch lag. Aufreizend, lasziv und lüstern regelte sich die Nackte auf dem Möbel. Ein mir fremder Mann mischte sich in das Geschehen ein. Zügig ließ auch er die Hüllen fallen und nahm auf animalische Art und Weise Besitz von seiner Gespielin. Die Menschen vereinigten sich. Es war purer, wilder und hemmungsloser Sex, wie man ihn aus 1000 Hardcore-Filmen kennt. Ein privater, schmutziger Porno. Aber das Schlimmste dabei war die junge Frau auf dem Bildschirm. Diese Frau, ich erkannte sie. Lieber Gott, flehte ich, lass es einen schlechten Traum sein. Bitte lass das nicht wahr sein. Die Frau, das war... Mir stockte das Blut in den Adern. Meine Hände zitterten. Ich wollte schreien, aber meine Stimme versagte. Das war... Ich. Ich konnte nicht glauben, was sich vor meinen Augen auftat. Meine Gedanken überschlugen sich. Ich suchte nach einer Erklärung. Ich fand keine. Alles, was ich sah, war geschehen. In mir kam Ekel hoch. Mir wurde übel. Die Aktionen im Fernseher wurden immer wilder, beschämender, widerlicher. Diese Obszönitäten, die ich vernahm, aus meinem eigenen Mund. In jeder erdenklichen Stellung trieb ich es mit dem Fremden. Wie ein billiges Pornoflittchen, wie eine zügellose Nymphomanin. Ich sah mich zwar, aber ich erkannte mich nicht. Dieses Dreckstück, dieses billige Flittchen, ich. Was hatte ich getan? Wie konnte ich nur zu solchen Taten fähig sein? Wer war ich? Dann hörte es auf. Oh nein. Wieso? 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 Oh nein. Das ist eine Lüge. Das bin ich nicht. Faith. Ich bin eine Hure. Eine billige Hure. Faith, bitte. Nein,
Ich will nicht mehr. Hey, ich liebe dich, du. Du kannst doch nichts dafür. Du liebst mich? Wie kannst du mich nach all dem lieben? Nach diesem, oh Gott. Du bist in meinem Herzen, Faith. Das, was passiert ist, das warst nicht du. Es war schwarze Magie, die dich... Aber ich habe es mit diesem widerlichen Kerl getrieben und ich weiß noch nicht mal, wer er ist. Ich kann mich an nichts erinnern. Raven, was habe ich noch gemacht? Was? Hey, sieh mich an. Ich kann nicht. Ich schäme mich. Bitte verzeih mir. Faith, ich liebe dich. Glaub mir, das wird nicht zwischen uns stehen. Du bist unschuldig. Ich war noch Jungfrau. Raven, noch Jungfrau. Was ist, wenn ich schwanger bin? Ich kann nicht mehr. Ich habe keine Kraft mehr. Mein Leben ist die Hölle. Ich bin bei dir. Gemeinsam stehen wir das durch. Ich bin doch bei dir. Oh, halt mich fest, Raven. Halt mich fest. Lass mich nie wieder los. Ich liebe dich. Dicke Rauchwolken stiegen gen Himmel und verdeckten den Vollmond. Die Flammen züngelten und führten einen wilden Tanz auf. Auf dem Stapel mit den Holzstämmen befand sich in Leichentücher gehüllt die Leiche Valerias. Zu Lebzeiten hatte sich Rufinas Geliebte immer eine Feuerzeremonie als Brücke ins Jenseits gewünscht. Hunter und Rufina hatten ihrer gemeinsamen Freundin den letzten Willen gewährt. In Rufinas tränenden Augen spiegelte sich der Widerschein des Feuers. Das Feuer, das die sterblichen Überreste Valerias verschlang. Hunter hatte seinen Arm um Rufina gelegt. Sie blickte ihn an und er lächelte mitfühlend und zaghaft. Ihr Partner versuchte, sie zu trösten. Ich werde morgen die Stadt verlassen. Ich hatte befürchtet, dass du gehst. Es ist zu viel passiert. Valeria war mein Leben. Ohne sie bin ich nichts. Ich weiß. Ich danke dir für alles, Rufina. Ich werde dich nie vergessen. Geh wieder nach Europa und finde deinen Frieden. Und was ist mit dir? Was ist mit deinem Frieden? Ach, Rufina. Frieden werde ich nur im Tod finden. Ich spüre es. Bald ist es soweit. Sag das nicht. Doch, meine Zeit neigt sich dem Ende zu. Könnte ich nur die Zeit zurückdrehen und andere Wege finden, um ihre Liebe zu gewinnen. Noch hast du die Chance, es zu ändern. Schicksal und Liebe. Beides kann so grausam sein. Ja. Zwei Tage vergingen. Und ich hatte noch mit den Nachwehen des letzten Abenteuers zu kämpfen, als es klingelte. Ich war alleine zu Hause. Nichts an, schritt ich zur Eingangstür und schloss sie auf. Meine Augen weiteten sich. Draußen stand... Rufina! Hi, Faith. Was willst du hier? Hast du noch nicht genug von... Faith, es ist vorbei. Ich verlasse die Stadt. Ich wollte dir nur das hier geben. Was ist das? Ein Brief? Ja. Wenn du ihn liest, wirst du einiges verstehen. Nimm ihn, bitte. Gut, und jetzt? Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich meine, alles, was passiert ist. Du hast mir gezeigt, was dir widerfahren ist. Dieser Schmerz. Auch wenn du mich hasst. Ich habe Valeria geliebt, so wie du deine Eltern liebtest. Leb wohl, Faith. Leb wohl. Dave und Alan Miles waren laut unseren Informationen Formwandler. Formwandler? Was? Das Ganze, deine Mutter, Melissa und die Van Helsings, die Menschheit zu unterwandern. Oh mein Gott. Valeria vermutete, dass alles eine Lüge war. Wir konnten ihn überzeugen. Der Partner im Hintergrund heißt Alex Christ. Wir nannten ihn immer Mr. X. Aber das Wichtigste ist die Wahrheit über deinen Vater. Was? Mein Vater? Dein Vater ist nicht tot. Er lebt. Er ist ganz in deiner Nähe, die ganze Zeit schon. Was soll das heißen? Dein Vater ist...
Das ist nicht...